direkt nach dem Rauswurf vom FCA-Topstürmer und Publikumsliebling Michael Türk. Die Fans hat es gestern sehr überrascht. Gut, er war am Wochenende beim DFB-Pokalspiel schon nicht mehr im Kader, aber trotzdem, dass er gleich rausgeschmissen wird, ich glaube, damit habt ihr nicht gerechnet. Die Frage ist, hat einer damit gerechnet, der als FCA-Insider gilt? Unser FCA-Reporter Christoph Fetzer. Schönen guten Morgen, Christoph. Grüß dich. Guten Morgen. Also, wie überrascht warst du gestern, Christoph? Sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war schon überrascht am Wochenende, am Samstag, dass er nicht gespielt hat. Da schaut man sich die Aufstellung an. Keine Nummer 27, kein Michael Türk. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Gründe, die wirklichen Gründe sind. Er ist erstens Publikumsliebling, das sieht man jetzt auch. Die Fans protestieren dagegen schon im Internet, bei Facebook. Und er ist für mich auch Leistungsträger, deswegen, ja, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Wir haben gerade eben schon Trainer Jos Luhukay gehört, der führt an, er passt nicht mehr ins System. Sie wollen bloß noch mit einer Spitze spielen, also quasi eine Suspendierung aus rein sportlichen Gründen. Glaubst du das, Christoph? Also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dieses neue System, dieses 4-2-3-1, da gibt es ja zwei Positionen, wo er spielen könnte. Mhm. Einmal ganz vorne, das ist der Stürmer. Da gebe ich Luhukay recht, da ist ein Sascha Mölders, ein Nando Raphael, ein Thorsten Oerl, obwohl der verletzt ist, besser geeignet. Aber es gibt für mich noch eine Position, das ist die 10, also hinter den Spitzen, offensives Mittelfeld, Spielmacher. Da wäre er eigentlich optimal, also er kann die Bälle fordern, er kann sie verteilen, er hat die Erfahrung dazu. Dazu kommt, dass der Daniel Bayer am Wochenende nicht besonders gut gespielt hat auf dieser Position. Und aus rein sportlicher Sicht ist für mich Michael Türk momentan der beste Mann für die Zehnerposition, also hinter den Spitzen. Ich will auch noch ganz kurz zu diesem Zitat von Luhukay kommen. Auf der Homepage steht, es sind in erster Linie sportliche Gründe. Mhm. Und da interessiert mich als Journalist natürlich, was ist denn in zweiter Linie? Es sind noch 4 Tage bis zum Bundesligastart, bis zum ersten Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ich glaube, da wird noch einiges passieren, da wird noch nachgehakt werden. Wir haben vorhin schon gehört von Markus, dem Gründer der Facebook-Gruppe Türk zurück zum FCA, dass da auch eine Demo geplant ist. Was glaubst du, erwartet uns die nächsten Tage und vor allem, was erwartet uns im Stadion beim ersten Heimspiel in der ersten Liga ohne Michael Türk? Also ich glaube, dass es am Samstag Proteste geben wird. Da haben die Fans auch das Recht dazu. Ich muss bloß auch sagen, und das ist so eine kleine Bitte oder Aufforderung an die FCA-Fans, das ist ein historischer Tag am Samstag. Nicht nur für den FCA, nicht nur die Fans, sondern für die ganze Region. Das ist das erste Erstligaspiel und es gibt eigentlich keinen Grund, die Mannschaft zu bestrafen und es gibt auch keinen Grund, Luhukay zu bestrafen, weil er fährt normalerweise eine klare Linie. Die ist auch verantwortlich dafür, dass der FCA jetzt in der ersten Liga spielt. Und das heißt, Fußball ist immer noch ein Mannschaftssport. Wenn es losgeht, dann wäre ich eigentlich wirklich dafür, dass die Fans die Mannschaft auch pushen. Denn es geht nur so, der FCA ist immer Außenseiter nächste Saison. Das Schöne am Fußball ist ja, wenn man sich richtig reinhaut, dann hat man immer eine Chance. Aber es müssen sich ja nicht nur die Spieler reinhauen, sondern auch die Fans. Dein Wort in Gottes Gehörgang und in den Gehörgängen der FCA-Fans, die mit dabei sind in der SGL Arena am Samstag. Du bist auf jeden Fall für uns dabei und unterhältst alle, die nicht dabei sein können im Stadion, live hier auf der 93.4. Christoph Fetzer, unser FCA-Reporter, ich sage dir vielen Dank und viel Spaß beim Wadelnbeißen und Nachhaken die nächsten Tage beim FCA zum Rauswurf von Michael Türk. Mach's gut, danke dir. Jo, ciao. Mutzi, am Morgen das Fantasy-Frühstücksradio. Montags bis freitags, immer ab 5. Nur hier auf 93.4. Einschalten und weitersagen.